Alter, was geht ab, Leutonia? Ich hab mir geholt einen Döner! Also, ich hab schon, man würde meinen, seit Wien keinen Bock mehr auf Döner, weil ich hatte seit Wien Bock auf Döner. Aber, ja, irgendwie hatte ich keinen Bock auf irgendeinen Laden hier in München. Dachte ich mir, hole ich mir den 35 Euro Wagyu-Döner. Gab's natürlich nicht immer ausverkauft. Darüber haben wir schon gescherzt. Sollte Tati auch einfach nur so auf die Karte packen und immer, wenn jemand fragt, einfach sagen, ja, ist ausverkauft. Aber einfach nur auf der Karte haben, damit man Leute locken kann. Döner des Monats habe ich mir geholt und Pommes dafür. Crunchy Pommes. Ist lecker, aber ich muss sagen, sieht super unspektakulär aus. Also der Laden ist ja high-end. Der Döner hat 8 Euro gekostet, 97. Bisschen fancy. Voll verrückte Sachen. Und dafür sehen die Pommes super basic aus. Mayo. Ich warte auf die anderen. Ich weiß nicht, ob ein Spiele-Nachmittag zustande kommt. Der ist gerade irgendwie in Planung. Weil sonst habe ich nichts vor heute. Dieser Typ. Hans Kebab. Komm, Hans, Alter. Stabile große Portion. Brot sieht geil aus. Eine fette Tomate. Eigentlich sieht schon gut aus. Ah, mein erster Döner seit Wien, Alter. Das Brot ist sehr geil. Das ist dieses Verrückte. Das ist, glaube ich, eine Pflaume. Oder Zwetschge. Probieren wir das Fleisch alleine. Das Fleisch ist echt gut. Also der ist echt spitze. Man kann nichts gegen ihn sagen. Er hat überlegt, heute nochmal zu Fairfax Express zu gehen und nochmal den Burger zu kaufen. Aber mit extra Chicken. Also Smash Burger doppelt plus in der Mitte dieses Chicken, was sie verkaufen. Das wäre krank gewesen. Das ist voll gut, wieso gehen wir hier nicht öfter hin? Einmal hatte ich voll das Verrückte mit Feigen, Zwetschgen, Mango, Chutney. Das war voll süß, das war, hat mir gar nicht getaugt. Hat mich vielleicht abgeschreckt, aber die Qualität hier ist doch mega. Wir sollten eigentlich viel öfter hier essen. Ja, ich muss sagen, der war echt lecker. Außer dieses süße Zwetschgen-Ding oder sowas. Weiß nicht, wieso er das immer wieder versucht. Oder ich sollte einfach nur einen Classic Döner holen. Und es war echt extrem lecker. Manchmal kommt diese Süße raus. Alter, das passt nicht, Mann. Ich weiß gar nicht, ob die gesponsert sind oder ob er diesen Eiern rausgebracht hat. Das Fleisch ist echt lecker. Diesen schönen Tisch auch sauber wieder hinterlassen, Leute, immer alles sauber hinterlassen. Ja, Spiele Tag, Spieleabend scheint nicht stattzufinden, haben sich nicht genug Leute gemeldet. Schauen wir mal, was wir jetzt so machen. Jo, ist der nächste Morgen. Ist nicht mehr viel passiert, also es war echt ein ruhiger Sonntag.
Hab entspannt, hab am Abend nochmal Manga gelesen, die ganzen von der neuen Woche. Gab's ein Highlight? Nee, um ehrlich zu sein nicht, ne? Nee? Vielleicht Diamond No Ace war gut? Das ist so, jetzt beginnt der letzte Kampf gegen Inajitsu. Digga, fuck Inajitsu, Mann. Fuck Inajitsu. Ansonsten, ja, stabile Kapitel. Oh mein Gott, nein, natürlich! Oh mein Gott, Tokyo Revengers! Alter! Anime-Only-Fans, wobei das dauert noch ewig, bis ihr da seid. Das ist Staffel 2 oder 3. Alter, Manga-Readers! Ansonsten, ich kann euch nicht viel erzählen. Ich habe hier eine schöne, wie nennt man das, so ein Modell mir eingezeichnet von unserem Krypto-Kreislauf. Sieht bisschen, ganz leicht bisschen anders aus als Bargisch, andere Verteilung. Aber er meinte, das ist top secret und ja, laut ihm ist Krypto durchgespielt. Krypto ist abgehakt. Jetzt heißt es nur noch die verschiedenen Stationen sammeln. Je nachdem, wie die Preise steigen werden in den nächsten paar Monaten, Jahren, werden unsere Ziele schneller erreicht. Aber ansonsten heißt es eigentlich nur noch abfarmen und wenn Bitcoin krass explodiert oder Krypto krass explodiert, verkaufen, wenn es krass sinkt, nachkaufen. Und ansonsten sind alle so Stationen aufgebaut, der Kreislauf, der perfekte Kreis ist vollendet, alle Stationen sind an ihrem Platz und jetzt heißt es nur noch abfarmen und dann in den nächsten Bereich und reinfuchsen und da dann so einen Zirkel aufbauen. Freezer läuft auch mittlerweile fast komplett, also ist noch nicht auf 100%, aber heute Morgen sollte es dann soweit sein und dann 10 Jahre Freezer einfach nur noch abfarmen und gönnen, Leute. Wie ihr eure Rewards dann verteilt, ist eure Sache. Wir haben unsere perfekte Verteilung. Kuss geht los am Bargisch. Staffel 1, meinte er, ist zu Ende. Staffel 1, Krypto. Staffel 2, schauen wir mal. Ja, war eine geile Reise. Okay, ist noch nicht ganz komplett zu Ende, aber ihr wisst, was ich meine. Das Kapitel ist so gut wie zu Ende. Der Arc, wie man in Animes sagt, der Arc ist zu Ende. Krypto Arc vorbei. Jetzt geht's auf zur Grand Line, Alter. Das war's von mir. Kurzes Video, kurzer Sonntag, entspannt. Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Sonntag. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin und DeFi Cashflow generieren. Mal schauen, wie lange ich das noch sage. Vielleicht sage ich demnächst, investiert in Aktien, ETFs, was weiß ich. Serious Business und ciao.